herzlich willkommen zurück bei Heavy Rain. Wow, da wäre ich doch fast vom LKW überfahren worden. Und gerade war ich noch auf dem Spielplatz. Wo bin ich jetzt? Sean! 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 Wo bin ich? Sean! Na toll. Wo laufe ich hin? Ja, ich bin wieder auf dem Spielplatz. Sean! Aber irgendwie... Sean, wo bist du? Sean! Es ist 7:15. Sean! Was ist hier? Sean! Rucksack von Sean. Aber kein Sean. Ich glaube es nicht. Ich kann doch nicht. Sean! Es ist Nacht. Unmöglich. Ich habe erst vor einer Sekunde die Augen zugemacht. Sean! Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Es ist ja Nacht. Sean! Da sollte das Kind nicht auf dem Spielplatz sein. Ins Haus. Er ist sicher zurück ins Haus gegangen. Sean! Sean, wo ist Sean? Sean! Kein Sean. Wo war die Tasche jetzt? Seine Schultasche ist noch hier. Aber wo ist Sean? Ja, wo ist Sean? Sean! Sean. Sean, ich muss ihn finden. Sean! Okay, wo gehe ich hin? Ist der Spielplatz weit vom Haus weg? Sean! Ja, ich gehe mal vom Spielplatz weg und hoffe, er ist zu Hause. Aber die Musik sagt, er ist nicht hier. Und auf dem Spielplatz war die Mühe umsonst. Sean! Sean! Zu Hause ist er nicht, oder wie? Der Mann ist schon gestraft genug. Und jetzt? Toll. Wen interessiert das gerade?
Und jetzt? Und jetzt gehen wir, sind wir bei der Polizei. Entweder sind wir beim Detektiv, beim FBI, nein. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Genau. Er ist zappelig. Ist mir langweilig. Ich hasse es, nichts zu tun zu haben. Ich muss Captain Perry treffen. Befehl ist Befehl. Ich hasse diese interne Politik-Scheiße. Naja. Ach nee, die brauchen wir doch nicht jetzt. Was soll man mit der denn jetzt machen? Ey, dieser Quatschi. Oh, cool. Wow. Ich möchte so eine Brille haben. Oh, na, das ist ja cool. Nö. Ich war nix. Na? Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Oh. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Haben wir, jawohl. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern. Oh, nee. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon. Und wir oh, sind nee. Der Punkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Wieso nicht? Wer muss ich denn die blöde Krawatte binden? Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Okay, ich kann keine kneten. Viele erstellen als Knoten binden. Ich mach's lieber selbst. Winzerknoten hätte ich gekonnt. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Ich weiß nicht. Wo gehen wir jetzt hin? Erstmal zu Charlene und Büro gucken? Warte mal. Ist das vielleicht. Wer ist denn hier Charlene? Die da vorne das war? Ach nö. Ich muss die Assistentin von Perry bitten, mir mein Büro zu zeigen. Ich muss unbedingt arbeiten.
oder? Ich gehe zur Pressekonferenz. Oh Mann, wo ist denn die? Wer ist denn hier? Oh, ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. Ach nee, ich will doch meinen Schreibtisch hier. Ich habe Blake bei meiner Ankunft gesehen. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Harry hält gerade die Pressekonferenz. Ja, könnte interessant sein, reinzuschauen. Ja, dann gehen wir da mal hin. Wo waren die? Oh Mann. Ah, warte mal, was ist da? Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Oho. Bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Also bin ich aber Sie froh. Können gern was dazu geben, wenn Sie aber ja, doch, komm. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Ah, dann ist das Charlene. Das ist schön, dann haben wir wenigstens mal das Büro. Gut, dann verpassen wir die Pressekonferenz. Obwohl, ich kann ja nur da reingehen und Level abhauen. Wow, gemütlich. Das? Das ist mein Büro? Wow. Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ja, ich brauche ein Büro. Frechheit. Das ist doch kein Büro. Okay, Zeit zu arbeiten. Nee, ich will mal. Wo ist die Pressekonferenz? Kann ich da jetzt hin? Ah, das war doof höchstwahrscheinlich. Wow, ein Wandschrank. Naja, ich wollte einen ruhigen Platz zum Arbeiten und den habe ich jetzt. Super. Keine Zeit zu verlieren. An die Arbeit. Zuerst die Akten analysieren. Super. Das heißt, ich versau auf jeden Fall die Presse. Oh! Autsch! Aufgeräumt. Was hat der vor? Supi. Ich brauche mir ein Büro. Oh mein Gott. Die Ermittlung wird mir langsam unheimlich. Mann, reiß dich zusammen. Der Fall ist der Aufmacher in allen Zeitungen. Keine leichte Aufgabe, die Ermittlungen unter den Augen der Öffentlichkeit zu führen. Nein, will ich doch nicht. Ach, nicht schon wieder den Scheiß. Mach Schritt mal deine. Eins. Das Büro wechseln. Ja. Ach du dicke Nuss. Was? Oh, wow. Oh, ich bin begeistert. Ich will so eine Brille. Definitiv. Was gibt's in der nächsten Kugel? Auch nicht schlecht. Oh, ein Aquarium. Nö, unter Wasser will ich jetzt auch nicht arbeiten. Open? Nee, das ist jetzt alles hier irgendwie nicht meins. Wo war close all, clear all?
Danke. Wow. Das ist ein Büro. Ich bin absolut begeistert. Origami Killer Victims. Na, das ist doch schon mal was. Acht Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Oh. Naja, deswegen wohl Heavy Rain. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Hm. Nee, analysieren nichts anderes. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Das war die Analyse. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Ja, sieht so aus. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Hm. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Das ist aber mau, hätte ich gesagt. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Das wäre was für meine bessere Hälfte, die steht auf sowas. No data, okay. Das ist dann schon mal nix. Mehr habe ich nicht, ne? Nö, mehr habe ich nicht. Tja. Ach, da kann man die Map ziehen. Hat einer geklopft? Was? Was ist das? Ach, das sind die Reifenspuren. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Phalaenopsis. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. In jedem Gartencenter Baumarkt zu haben. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Moment, und die Reifen? Na! Klopft
klopft immer einer an die Tür. Finde ich lustig. Nee, das hatten wir schon. Ja, dann würde ich sagen, close, Ari. Bleib sitzen. Oh, der kriegt auch schon wieder Kopf. Die haben es alle mit dem Kopf. Das liegt an der Brille, ich will doch keine. Obwohl, ich mich schon anmache. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ja, wenn der Kollege sich das Gesicht gewaschen hat, sehen wir uns wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.